Alter, das hier soll der Baumarkt sein. Heftige Scheiße. Da ist ja gar nichts. Das ist ja richtig mini. Das ist richtig mini, 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 mini. Was geht ab, Leute? Was geht ab, Kühe? Was geht ab in eurem Kopf? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir schon. Ich bin heute Morgen schon recht früh unterwegs. Wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 12, jetzt halb 12 haben wir. Ich bin jetzt schon 1,5 Stunden unterwegs, bin so ein bisschen in der Gegend rumgefahren und so. Ne? Und auf einmal, schwuppdiwupp, lande ich im Osten. Wo bin ich jetzt? Tada! In Grevesmühlen bin ich jetzt. Und ja, wie ich da jetzt hingekommen bin, keine Ahnung. Ich bin irgendwie so ein bisschen Landstraße gefahren und sowas. Dann. Und immer so Richtung, wie mich die Schnauze trägt halt. Ne? So wie das beim Motorradfahren halt ist. Da hat man ja normalerweise kein festes Ziel, sondern man fährt einfach und fährt. Und irgendwann denkt man sich, gut, jetzt wird es Zeit zurückzukommen und so. Und fährt dann wieder nach Hause. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt in dem guten deutschen Osten gelandet. Mal wieder. Da war ich ja letztens schon mal. Und wie gesagt, bin jetzt in Grevesmühlen und dann fiel mir ein so, Grevesmühlen? In der Nähe wohnt eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir, mit der habe ich früher zusammen gearbeitet. Also ich arbeite halt ja als Campusdetektiv, das wissen ja so einige. Und sie war angestellt in einem Laden oder in einem Objekt, wo ich halt gearbeitet habe. So. Und am Anfang war sie sehr, sehr arrogant und ja, war so ein bisschen von oben herab und so. Das mag ich ja gar nicht. Und da hatten wir gar keinen Kontakt irgendwie. So. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr oder so, weiß nicht, hat man sich irgendwie so unterhalten oder sowas, ne? Wie das halt immer so ist. Ne? Es ist leer, es ist langweilig und dann hält sich mal so ein bisschen. Und wir haben uns eigentlich recht gut verstanden und haben da gemerkt, so, also irgendwie sind wir, ich sag mal, ein Herz und eine Seele. Und haben uns dann richtig geil verstanden und sind ja gar nicht so arrogant und eingebildet, wie ich das eigentlich gedacht hatte. Und wir haben darüber auch gesprochen und sie sagte, ja, Quatsch, Mann, ich bin doch nicht eingebildet und so. Die ist sowas von locker. Und also sie ist echt eine sehr, sehr gute Freundin, wohnt aber halt leider wo wohnt sie denn jetzt? Irgendwo hinter Lübeck, noch irgendeine halbe Stunde hinter Lübeck. Von daher sieht man sich leider nicht so oft, aber gut, das ist ja nicht schlimm. Erschwerend kommt auch noch dazu, dass sie halt einen Freund hat und der ist eifersüchtig, mag mich nicht und ja, wie das halt immer so ist. Aber sie hatte jetzt Babypause gehabt, hat eine kleine Tochter, ist jetzt wieder am Arbeiten und sie arbeitet halt hier im Osten. Ist ja logisch. Wäre doof, wenn sie irgendwie in Bayern arbeiten würde. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt einfach schon mal hier im Osten unterwegs bin, dann kann ich sie auch mal besuchen. Und sie wohnt ganz in der Nähe, sie arbeitet ganz in der Nähe in einem Baumarkt. Ich selber war da noch nie, weiß nicht, wie ich da hinkomme. Deswegen seht ihr ja schon, habe ich hier irgendwie Navi angemacht, um mal zu gucken, wie ich da am besten hinkomme. Und ja, ich habe gedacht, ich überrasche sie einfach mal, frage mal, ob sie da ist. Oh, wäre natürlich richtig dämlich, wenn sie heute frei hat oder wenn sie Urlaub hat und nicht da ist. Aber nee, Urlaub hat sie nicht, das hätte sie mir ja erzählt. Und ja, dann werde ich sie einfach mal überraschen. Jetzt geht es irgendwie rechts nach Klütz, genau, nach Klütz müssen wir, da steht es auch dran, Boldenhagen, Klütz, Darmshagen. Nach Klütz müssen wir hin, da arbeitet sie und dann gucken, wie sie sich freut, ob sie sich freut. Vielleicht sagt sie auch, leck mich am Arsch, hau ab. Du nährst mich hier auf der Arbeit. Also ich werde sie mal überraschen und nehme mich einfach mal mit. Also ich habe jetzt noch knapp 14 Minuten vor mir
14 Minuten will ich euch jetzt hier nicht dicht labern. Und ey, guck mal hier, so eine Alsterfontäne für Arme hier gibt es ja auch. Seht ihr das? Ja, da sind ein bisschen Bäume vor, schade. Naja, auf jeden Fall melde ich mich, wenn ich wieder da angekommen bin. Und dann sprechen wir uns gleich, Leute. So, ja. Also, hier soll das irgendwo sein. ich bin jetzt gerade durch das Dorf gefahren. Und, das bestand nur aus Kopfsteinpflastern, ne? Also richtig furchtbar. Und das ist hier die Lübecker Straße. Und in der Lübecker Straße soll dieser kleine Mini-Baumarkt sein. Aber wie ihr seht, gibt es hier quasi nichts. Also es war eben auch alles Kopfsteinpflaster. Es war richtig furchtbar. Das ist halt so, halt noch so ein tiefstes Dorf, Ossi-Dorf-Stadt-Dings. Naja, so mal gucken, was da vorne ist. Sonst muss ich gleich mal drehen, weil ich glaube, ich bin jetzt ja aus dem Dorf irgendwie wieder raus. Und ja, jetzt muss ich irgendwie gleich mal drehen. Ja, fahr vorbei, du Spasti, ey, Behinderter. Naja, so, drehen wir jetzt erstmal. So, ich habe die genaue Adresse jetzt nochmal gegoogelt, beziehungsweise ich habe den Laden gegoogelt und da steht ja dann die Adresse drin. Ich habe es jetzt nochmal ins Navi eingegeben. Eben habe ich ja nur die Adresse eingegeben und Hausnummer, weil ich dachte, naja, wird man schon finden. Jetzt habe ich es mit Hausnummer eingegeben und soll wohl in 2 Minuten da sein. Da gucken wir mal. Vor dem LKW fahren wir noch raus. Ja, auf jeden Fall, da wo ich sie jetzt besuche, da hat sie jetzt neu angefangen. Und vorher hatte sie halt in einer großen anderen Baumarktkette gearbeitet. So, und jetzt nach der Babypause, wie gesagt, hat sie da jetzt angefangen. Und ja, da dachte ich, fahre ich einfach mal vorbei, wenn ich in der Nähe bin. Alter, das soll hier sein? Auf der rechten Seite? Hier ist doch nichts, Mann. Hier sind so nur Häuser. Gibt's doch gar nicht. Und da vorne ist wieder das scheiß Kopfsteinpflaster. Alter, das hier soll der Baumarkt sein. Heftige Scheiße. Da ist ja gar nichts. Das ist ja richtig mini. Das rede ich mini. Ja. Wo sind eigentlich ihre Karre, ey? Die muss doch hier auch irgendwo stehen. Profi Baumarkt Klütz. Naja. So. Dann gucken wir mal. Obwohl, ich stehe irgendwie scheiße, ne? Ich stehe ja scheiße. Da werde ich da gleich mal reinlatschen und mal gucken, ob wir sie da rauskriegen. So. Dann bleiben wir hier. Und dann, ja, bis gleich. Moin. Kannst du mal bitte anrufen? Und sagen, sie hat Besuch. Steffi? Ach so. Ach so, ja, Steffi. Ja. Ja.
darf nicht ein da. So, jetzt bin ich losgefahren wieder von dem Profi-Baumarkt Klütz. Ich muss das leider nochmal irgendwie, glaube ich, wieder über dieses scheiß abgefuckte Kopfsteinpflaster, was richtig eklig ist. War auf jeden Fall super lustig. Wir haben richtig viel Spaß gehabt. Halbe Stunde hatte sie über ihre Pause. War sehr überrascht. Also sie ist halt, ja, trockener Humor so, ne? Ich kam rein, sagt, hast kein Handy, um Bescheid zu sagen. ja, aber ansonsten, ja, haben lecker was, ja, was gegessen. Also sie hat ihre Stullen gegessen, ihr Brot. Danach haben wir beide noch ein Softeis gegessen. Hier gibt es so einen Softeis-Stand. Und ja, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, und ansonsten bin ich jetzt wieder auf dem Rückweg. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier am besten manage, wo man lang fährt. Ich würde jetzt sagen, erstmal irgendwie Richtung Lübeck. Naja, mal gucken. Ja, ich glaube, von hier bin ich gekommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, hat sie sich gefreut, war auf jeden Fall lustig. Und ja, wir sehen uns halt jetzt nicht so oft. Erstmal, weil sie halt irgendwie 1,5 Stunden von mir entfernt wohnt. Oder wir wohnen beide halt 1,5 Stunden voneinander entfernt. Dann ist ihr Kerl halt noch ein bisschen eifersüchtig. Und das macht das Ganze natürlich auch jetzt nicht einfacher. Aber wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange. Wir kennen uns jetzt glaube ich, insgesamt 6 Jahre schon. Und wie gesagt, verstehen uns super gut. Schreiben halt öfter über WhatsApp Sprachnachricht oder ähnliches. Und ja, treffen tut man sich halt eher selten. Wie gesagt, gibt halt die eine oder andere Schwierigkeit dann immer. Ansonsten ja, gibt es jetzt gar nicht so viel weiter zu erzählen, außer dass ich jetzt irgendwie versuchen muss, hier rauszukommen von diesem dreckigen, ekelhaften Kopfsteinpflaster runter. Und ja, ansonsten, Alter, gib doch mal Gas da, du kannst ja auch schneller fahren. Wie der mich schon wieder aufregt hier, ne? Hier ist 30, da muss man nicht 20 fahren. Alter, du Behinderter, ey! Mann! So, nochmal schön Ausraster reingebaut, ey. Das liebt ihr doch, Leute! Das wollt ihr sehen! Ausraster! Bam, bam, bam. Na gut. So, also ich werde jetzt hier irgendwie rausfahren wieder und mal gucken, wo ich hier rauskomme, wie ich hier rauskomme, was ich am besten mache. Und Richtung Wismar Grevesmühlen. Ja, ich glaube erstmal Richtung Grevesmühlen. Ich könnte ja noch nach Wismar fahren und dann meine Ex-Schwiegereltern besuchen, beziehungsweise den Vater meiner Ex-Freundin. Mit dem habe ich mich auch richtig gut verstanden immer. Der war super nett. Die haben mich super toll aufgenommen damals in die Familie, bevor das halt auseinandergegangen ist. Und wir waren halt da gewesen. Das ist das letzte Treffen. Wir waren da gewesen, haben gesagt, ja, tschüss, tschüss. Ne? Und dann ging es halt auseinander mit meiner Ex-Freundin. Und ich hatte jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwie ihrem Papa tschüss zu sagen. Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, weil wie gesagt, man hat sich gut verstanden. Aber jetzt werde ich bestimmt nicht irgendwie nach Wismar fahren oder so und ihn dann halt besuchen oder auch kurz Hallo sagen. Ich mache mich jetzt langsam wieder auf den Weg Richtung Hamburg. Wir haben bis 13 Uhr. Wenn ich über Landstraße fahre, werde ich bestimmt locker 2 Stunden brauchen. Und dann, ja, mal gucken, werde ich nochmal irgendwie ein Video bearbeiten, hochladen. Ich habe ja Zeit. Ja, Leute, also wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und einen Kommentar freuen. Neuigkeiten erfahrt ihr über über Instagram und über Facebook. Die Links dazu findet ihr direkt in dem YouTube-Banner bzw. in der Infobox. Ja, das war es soweit von mir.
genießt den Tag, bleibt immer oben, fahrt vorsichtig und dann sage ich erstmal ciao Leute, peace, ich bin raus und reingehauen.